Um die Mattenverlegungen zu optimieren, können wir Restmatten verlegen. Dafür werden wir aus der Funktionenpalette bei der Gruppe Ingenieurbau bei den Matten das Werkzeug Einzelverlegung aufrufen. Die Ansicht muss angeklickt werden, in welcher die neuen Matten verlegt werden. Checken wir noch die Werte für die Lagentiefe mit minus 0,2, für die Bauteildicke mit 0,2 und die Betondeckung sollte 0,03 betragen für die obere Betondeckung. Okay, dann können wir aus dem Werkzeug Einzelverlegung hier vorne einen Mattentyp auswählen und mit den Einstellungen entsprechend an die Maus hängen, damit hier ein oder mehrere Matten platziert werden, abhängig von der Stückzahl und abhängig natürlich auch vom Winkel. In unserem Fall werden wir aus dem Werkzeug Einzelverlegung die Restmattenverlegung aktivieren. Denn aus der Q335A der Position 1 klicken wir diesen Mattenrest hier an. Der wird an die Maus gehängt und kann platziert werden. Je nach Winkel mit 0 oder 90 Grad können Sie dann noch den Mattenrest an der entsprechenden Ecke anfassen. Und wenn die Vorschau passt, können Sie den Mattenrest zum Beispiel an dieser Stelle hier platzieren.